Ich zeige Ihnen einige Tricks in PowerPoint, die Ihnen das Präsentieren erleichtern. Mein Name ist Pirmin Lehner. Wenn Sie den Mauszeiger während der Präsentation benötigen, finde ich es anständig, wenn der Mauszeiger ein bisschen größer ist, so zum Beispiel wie meiner hier. Wie macht man das? Ich gehe hier unten aufs Infozentrum, alle Einstellungen, gehe hier auf die Suche nach Maus oder Mauszeiger, Mauszeiger, Enter und kann nun die Mauszeigergröße ändern. Ich habe hier nur diesen Regler ein bisschen nach rechts gezogen. Offenbar ist das die Größe 3 und ich habe hier eine benutzerdefinierte Farbe gewählt. Um eine Show zu starten, kann man hier oben bei Bildschirmpräsentation von Beginn an die Show starten. Oder viel schneller geht's natürlich mit der Funktionstaste F5. Und man ist mittendrin in der Präsentation und da würde ich nie mehr rausgehen während der Präsentation. Aber während der Erstellung der Präsentation ist man froh, man kann es mal ansehen und ich will ja da jetzt auch wieder kurz raus. Am schnellsten geht's mit der Escape-Taste und ich bin wieder zurück. Wenn Sie auf eine bestimmte Folie gehen möchten, dann funktioniert das nicht mit F5, dann müssen Sie Shift F5 drücken, dann gelangen Sie genau zu dieser Folie, die Sie vorhin angepeilt hatten. Ich drücke wieder Escape-Taste und ich bin wieder im Bearbeitungsmodus. Während der Show würde ich nie mit einem Laserpointer herumfuchteln. Es ist erstens gefährlich, zweitens bald verboten und drittens schauen Sie immer zur Leinwand statt zum Publikum. Ich mache das immer altmodisch mit einem Zeigestab, dann kann ich nämlich den Stab an der Leinwand stehen lassen und mich zum Publikum abdrehen. Gut, ein solch großer Pfeil hier wäre auch schon praktisch, oder machen Sie einen Rechtsklick während der Show. Gehen Sie zu Zeigeroptionen und verwenden Sie während der Show den eingebauten Laserpointer von Microsoft. Der ist wirklich brauchbar. Ich bewege den immer ein bisschen, denn wenn der irgendwo einmal ruhig steht, dann finden ihn die Zuschauer auch nicht. Also ich bewege den immer ein kleines bisschen. Den Laserpointer kann man übrigens auch hier unten während der Show ein- und ausschalten. Wenn ich hier draufklicke, hier Laserpointer und er ist wieder ausgeschaltet. Der Mauszeiger, der verschwindet immer automatisch nach 2-3 Sekunden, aber sobald ich wieder die Maus bewege, ist er wieder da. Man kann den auch dauerhaft ausschalten mit Ctrl-H für Hide. Dann können Sie die Maus bewegen und der Zeiger ist nicht sichtbar. Und mit Ctrl-A, vermutlich für Anzeige, dann sehen Sie den Mauszeiger wieder. Wenn Sie einmal das Beamer-Bild unterbrechen wollen, weil Sie etwas anderes referieren und das Bild im Hintergrund nur stören würde, dann hat man früher den Beamer ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Man musste 2 Minuten warten, bis das Bild wieder richtig da war. Später dann hat man ein Buch vor die Linse gestellt, was den Beamer überhitzte. Machen Sie es heute ganz einfach. Drücken Sie während der Show die Taste B. Und niemand sieht mehr irgendetwas. Das Bild ist weg. Und wieder die Taste B und das Bild ist wieder da. Oder die Taste W für White oder Weiß. Dann bleibt der Bildschirm weiß. Vielleicht brauchen Sie helles Licht. Und wieder W und Sie sind in der Show. Also, das geht viel einfacher und schnell und der Beamer läuft immer noch. Sollten Sie einmal die Taskleiste benötigen von Windows, gehen Sie nicht aus der Show, drücken Sie Ctrl-T für Taskleiste und die Taskleiste erscheint unten auf dem Bildschirm und wenn Sie dann wieder ins Bild klicken, ist die Taskleiste wieder weg. Ganz übel sind wilde Excel-Tabellen mit vielen Zahlen und der Referent fuchtelt herum mit der Maus und sagt, das ist die Jahreskennzahl. Und ich sage Ihnen, es gibt immer Sekundenschläfer im Publikum, die haben den richtigen Moment verpasst und wissen die nächsten 2 Minuten nicht, wovon der Referent spricht.
Es gibt die Möglichkeit, während der Show zu zeichnen. Mit Ctrl-P für Pencil erscheint hier ein ganz kleiner Tupfer und jetzt können Sie zeichnen. Also ich kann sagen, das ist unsere wichtigste Jahreskennzahl und die Sekundenschläfer können 5 Minuten schlafen. Und das Gute ist, wenn ich hier zurückgehe bei der Folie und wieder vorwärts, dann erscheint diese Zeichnung wieder. Und wenn ich ans Ende meiner Show gehe, dann werde ich gefragt, ob ich diese Zeichnung behalten will. Ja, genau, ich will sie behalten. Was nützt mir das? Jetzt habe ich hier ein Objekt, ich könnte das irgendwo hintragen. Und weil ich ja weiß, dass ich während der Show immer so nervös bin, kann ich ja zu Hause das bereits animieren. Also gehe ich bei der Vorbereitung der Show hier schon auf Animation, zum Beispiel einfliegen, aber fliegen Sie nicht von unten ein, sondern fliegen Sie irgendwie von links oder von oben links oder von oben ein. Ich mach's mal von oben links. Dann ist das nächste Mal in der Show bereits vorbereitet. Ich gehe wieder in die Show. Diesen Zeichnungsstift erhält man auch während der Show mit einem Rechtsklick, Zeigeroptionen, Stift. Oder es gäbe da noch einen Textmarker. Oder hier unten haben Sie dasselbe auch. Wenn Sie während der Show hier drauf gehen, auch hier haben Sie den Stift und den Textmarker und können hier sogar noch die Farbe auswählen. Ich nehme mal den Textmarker, der ist wirklich auch schön. Ich kann so also etwas markieren. Wenn Sie während der Show viel gezeichnet haben, könnten Sie auch während der Show radieren. Ich würde das zwar nicht machen. Ich mache einen Rechtsklick, hier bei Zeigeroptionen, Radier. Hier könnte ich Teile von meiner Zeichnung wieder wegradieren. Oder wenn Sie einmal während einer Show viel gezeichnet haben und Sie möchten das radieren, radieren Sie es nicht, sondern blenden Sie es einfach kurzfristig aus mit Ctrl-M. Und blenden Sie es wieder ein mit Ctrl-M. Oder Sie löschen Ihre Zeichnung sofort anstatt radieren mit dem Buchstaben L. Ich garantiere Ihnen, während der Show will irgendjemand eine bestimmte Folie nochmals sehen. Gehen Sie nicht aus der Show raus, sondern drücken Sie einfach den Buchstaben G für Go To und Sie haben eine Übersicht Ihrer Folien. Sie peilen diese Folie an, ich nehme mal diese hier, und Sie sind wieder bei dieser Folie. Oder drücken Sie während der Show Ctrl S, dann haben Sie hier ebenfalls eine Übersicht Ihrer Folien und ich gehe hier zu Angebote Organisation, gehe zu und Sie können das hier schön der Reihe nach wiederholen. Zum Schluss noch die Referentenansicht. Ich gehe hier raus in den Bearbeitungsmodus, denn das muss ich vorbereiten. Ich gehe hier zur Bildschirmpräsentation und klicke hier bei Bildschirme auf Referentenansicht und ich wähle da gerade noch etwas. Ich hätte gerne Untertitel und zwar folgende Untertitel. Ich wähle hier die Sprache aus, die gesprochene Sprache, das ist bei mir Deutsch, und die Untertitelsprache Russisch. Das scheint ein bisschen exotisch, aber ich habe tatsächlich gerade eine russische Kursteilnehmerin, also wähle ich Russisch. Und ja, hier gäbe es noch weitere Einstellungen, aber das genügt mir einmal so. Und wenn ich jetzt in die Show reingehe mit F5, ich bin also wieder in der Show und lasse mich überraschen, wie ich denn jetzt hier auf Russisch übersetzt werde. Natürlich verstehe ich das nicht, aber ich habe mir sagen lassen, das sei ein gutes Russisch. Okay, man versteht mich jetzt auch noch auf Russisch. Und wenn ich einmal während der Show nicht möchte, dass ich übersetzt werde, oder vielleicht überdeckt dieser Übersetzungs Balken hier irgendetwas aus meiner Show, dann fahren Sie hier unten auf dieses Symbol und die Übersetzung wird kurzerhand ausgeblendet oder wieder eingeblendet und der Buchstabe J sollte übrigens dasselbe bewirken. Aber, wo ist denn jetzt die Referentenansicht? Die erscheint auf Ihrem Bildschirm nur dann, wenn Sie einen zweiten Bildschirm angeschlossen haben oder eben einen Beamer.
Aber ich möchte das ja zu Hause einmal ausprobieren. Da gibt es einen Trick, wenn Sie während der Show einen Rechtsklick machen und hier Referentenansicht wählen, dann haben Sie auch schon zu Hause die Referentenansicht. Und das ist sehr hilfreich, denn ich sehe jetzt die Folie, die alle sehen, und ich sehe als Referent bereits die nächste Folie und ich habe hier wirklich groß wie auf einem Teleprompter meinen Spickzettel. Also ich kann 2, 3 Meter davon wegstehen und ich weiß, was ich sagen soll. Und wenn ich zur nächsten Folie gehe, hier unten, dann erscheint diese nächste Folie und ich weiß, was hier oben kommt. Ja, das ist eine Animation. Ich gehe zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und ich habe hier eben immer meinen Spick. Beachten Sie auch noch die Uhrzeit und wie lange meine Show überhaupt geht und hier weitere Werkzeuge. Das sehe natürlich nur ich. Alle anderen sehen nur diesen Bildschirm hier. Und wenn ich wieder rausgehe, will ich da mal noch schauen, wo sind denn meine Notizen? Ich gehe wieder in den Bearbeitungsmodus und klicke hier unten auf Notizen. Okay, das ist manchmal ein bisschen zu klein geraten. Ich packe diesen Boden hier und zupfe den ein bisschen weiter nach oben und ich kann nun zu jeder Folie Notizen schreiben, die dann nur ich sehe. Hier sind Notizen, hier sind Notizen, also auf jeder Folie Notizen und vielleicht bin ich ja nächstes Jahr auch gerade froh, wenn ich weiß, dass meine Notizen in der Show sind und ich gar kein Handout ausdrucken muss. Das war's.